Hallo zusammen, liebe Espresso-TV-Freaks. Heute haben wir die erste Serie von Espresso-Maschine XY ungelöst. Also so kleine Problemchen, die ab und zu mal auftreten. Speziell nach dem Transport, weil das geht ja unter Umständen über ein paar Kilometer. Now I just do a short version in English. We do a little series of troubleshooting, okay? So the problem of this ITSO machine can be that the pump here is flexible. Also das ist alles flexibel und das bewegt sich. Und nach dem Transport von ein paar hundert Kilometern kann die Position ein paar Millimeter anders sein. Okay, so the position of the pump can be a few millimeter difference. And here we have the adjustment screw of the pump here. And this is normally adjusted here with a screwdriver, and now I cannot enter properly. So we have to change the position of the pump. Okay, wie man sieht, ist die Position von der Pumpenstellschraube kleines bisschen unglücklich, sodass ich hier mit dem Schraubenzieher gar nicht rein kann. Also müssen wir jetzt was verändern. Das kommt jetzt. Yeah. Okay. So now. We have to loosen a little bit the pump screw in order to be more flexible and then to readjust the position of the pump. Okay, it stays horizontal as normal, but a little adjustment can be done here in this way. Yeah, so because all is flexible. Also, alles ist flexibel und wir können natürlich die Position der Pumpe um ein paar Millimeter verändern. So we change the position of the pump and now we fix it again. Correct? Oder passt alles? Yo, yes, yes, of course. And before you do this, of course, you have to remove the machine cover. And the machine cover here is fixed with four screws here and two screws here at the side, correct? We just demonstrate here. First, this one has to be removed. Also zuerst das hier entfernen, weg. Und jetzt, wo haben wir das Gehäuse? Haha, and here we see the chassis, okay, zap, and it is fixed here with two screws, okay, also hier sind auch noch zwei Schrauben, diese hier, okay, das ist das ganze Problem, okay, jetzt entfernen wir das wieder. Und schauen mal, wie sich jetzt die Position der Pumpe verändert hat, hier. Now the adjustment screw is in the middle, so we can even use a screwdriver and we change the pump pressure by this, okay? So it's quite easy, it took a few minutes. Of course we shortened it because we prepared it, but it's quite easy. You have to know how to do this, of course. This is why we do our short troubleshooting seminar. Okay, ich hoffe, das hat gepasst so für die erste Serie von Espresso Maschine XY ungelöst, erste Folge. Und Kommissar Schollmeier kommt dann wieder in der zweiten Folge. Okay, also dann viel Spaß beim Umschrauben und bis zum nächsten Mal. Ciao, peace and love, yeah.